Ja, liebe Zuschauer, jetzt dreht sich alles rund um das Thema Küche, Haushalt, Genuss, wollte ich schon sagen. Mir läuft nämlich hier im Hintergrund schon so ein bisschen das Wasser im Munde zusammen, sprichwörtlich, weil es geht um Genuss ohne Reue. Das ist natürlich genau was für mich. Und bevor ich hier lange rumrede, würde ich sagen, ich übergebe gleich mal das Wort an Kathi, weil die steht schon neben dir als Expertin. Es geht nämlich hier, wie gesagt, um Tee, um Kaffee, um unsere ganz tollen Heißluftfritteusen, dass man zum Beispiel sich einfach, auch wenn man so ein paar Kilos zu viel hat wie ich, doch durchaus auch mal ein paar Pommes hier einfach gönnen darf. Das finde ich sensationell. Genuss ohne Reue. Kathi, wie ist sowas möglich? Aber wir beginnen ja zunächst mal hier mit unserem tollen Heißkocher für Wasser. Also Teekocher ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sieht ja auch schon so richtig gemütlich aus, wie ich finde, mit dieser tollen Dekoration. Wie funktioniert das Ganze? Das musst du mir jetzt mal näher erklären. Ich kenne das Produkt ja noch gar nicht. Das ist ein ganz toller, brandneuer Keramikwasserkocher, den wir hier haben, weil ich habe auch zwei neue Produkte hier immer in die Sendung mitgebracht. Also der hier brandneu bei uns im Programm. Und das Besondere ist hier, dass wir von einem echten Keramik-Wasserkocher sprechen. Das heißt, wir haben hier eine richtige Keramikkanne. Mhm. Der Vorteil von diesem Wasserkocher ist, dass man hier das Wasser extrem lange heiß halten kann in dieser Keramikkanne. Die hat eine isolierende Wirkung, also wärmeisolierende Kanne. Und du kannst jetzt in diesem Wasserkocher direktes Wasser kochen, aber die Kanne natürlich auch gleichzeitig als Servierkanne benutzen. Normalerweise hat man das ja immer so, man hat einen Wasserkocher, den werden Sie wahrscheinlich auch zu Hause haben. Ja, genau. Meistens so, ist das sogar so ein etwas älterer Wasserkocher, vielleicht so ein älteres Plastikmodell noch, oh, so ein unschöner, der kann jetzt mal aussortiert werden. Da weiß man auch gar nicht, hat er wirklich einen Trockengehschutz, hat er wirklich auch einen Überhitzungsschutz. Deshalb, gerade wenn das ein älteres Modell ist, mal aussortieren. Das hier ist jetzt was ganz, ganz Feines und Elegantes, weil Sie sehen, das ist richtig tolle Keramik. Man hört das hier auch direkt, wenn man den Deckel mal abnimmt. Ganz edel, ganz elegant gemacht, wunderschöne Keramik, das Ganze. Wirklich? Das hört sich so an. Schau mal, alleine die Verarbeitung hier vom Deckel. Da hast du auf dem Deckel schon mal dieses kleine florale Blumenmuster wunderschön gearbeitet. Das kommt natürlich hier, findet sich alles wieder, auch beim Wasserkocher selber. Also sehr hochwertig, sehr elegant das Ganze gemacht, wunderschön. Vorne eine große Tülle, um das Ganze auszugießen. In der Tülle selber ist vorne auch noch mal ein Sieb darunter eingearbeitet. Alles aus feinster Keramik, wärmeisolierend, sehr, sehr lange wärmeisolierend. 360 Grad Aufsatz hier auf unser Bedienfeld im unteren Teil. Das ist hier mit diesem schicken Edelstahl, gebürsteter Edelstahl gearbeitet. Also auch hier sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr schön. Ja, man macht es dann einfach an. Das ist auch ganz schnell warm, kocht das Wasser schön auf. Mhm. 1,7 Liter gehen da übrigens rein. Also auch eine große Menge an Wasser, die du hier aufkochen kannst. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schick gemacht. Elegant. Und halt das Tolle, du kochst das Wasser hier einmal auf, ja, und kannst die Kanne halt direkt dann auch als Servierkanne mit auf den Tisch stellen, wenn du möchtest. Muss da jetzt dann nicht erst in eine Kanne für Tee oder Kaffee oder sowas umfüllen, sondern kannst hier diese Kanne direkt mit auf den Tisch stellen. Das weil ist ja clever. Das ist hier der absolute Vorteil für dich. Das ist wirklich super toll gemacht. Spart dir halt sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand und du hast hier gleichzeitig quasi die Servierkanne, die Warmhaltekanne in einem. Und das musst du dir jetzt mal überlegen. Das ist ja Wasserkocher, Servierkanne, Warmhaltekanne, alles in einem für 28,41 Euro. Ja? Das ist ein super Angebot und das aus hochwertigster Keramik. Sowas kann man jetzt auch sehr schön verschenken, kann einfach mal seinen alten Wasserkocher auch selber aussortieren, holt sich jetzt einen Wasserkocher, eine Servierkanne, eine Warmhaltekanne, alles zusammen für 28,41 Euro. Ja, drei in einem, ein typisches Pearl-TV-Produkt mal wieder und sieht richtig gut aus. Also auch dieses florale Design, finde ich, das passt ja perfekt zu Ostern jetzt eigentlich. Ja, oder? Da bekommt man schon regelrecht Frühlingsgefühle. Und wenn du das morgens auf den Frühstückstisch stellst, das ist doch was Schönes. Du kochst das Wasser einmal hier auf deiner Basisstation, die hast du dann vielleicht auch in der Küche stehen, kannst die Kanne dann aber direkt von der Basisstation auch runternehmen
und kannst die dann direkt... Und die fasst du auch einfach so an hier? Genau, das Wasser kocht jetzt gerade. Oh, momentan geht das noch und dann, wenn es fertig jetzt gekocht ist, dann geht es dann hier unten, du siehst gerade, momentan leuchtet hier auch das rote Licht, das ist im Kochprozess, sobald das fertig ist, geht es dann natürlich auch aus, zack, und dann kannst du es runternehmen und so könntest du es jetzt direkt auch auf deinen Tisch stellen zum Beispiel. Hast es dann auf dem Frühstückstisch stehen. Das ist jetzt deine Warmhaltekanne, deine Servierkanne. Da kannst du jetzt direkt hier auch mal deinen Tee aufbrühen, wenn du möchtest. Das ist natürlich dann auch sehr schön, wenn du einen Tee aufgießen magst. Das ist wunderschön, macht sehr viel Spaß dann auch. Und du hast halt eine sehr schöne Kanne auf dem Tisch stehen. Die Warmhaltestation selber brauchst du dann gar nicht mehr, ne? Und so richtig schnell ging es ja jetzt auch, dank 1500 Watt und 1,7 Liter Volumen. Statt drei Kannen jetzt eine. Das ist doch mal clever und vor allen Dingen auch günstig. 28,41 Euro. Jetzt unser Pearl TV Sonderpreis für die nächsten 2 Stunden, liebe Zuschauer. NX6756 und die 569 lautet die Bestellnummer. NX6756 und die 569, Ihre Bestellnummer für die nächsten 2 Stunden. Wirklich ein super Preis. Wir wechseln jetzt aber mal so ein bisschen das Lager von der Tee-Fraktion in die Kaffee-Fraktion. Ja. Und da kommt jetzt was ganz Besonderes. Das hat mich optisch schon mal total angesprochen. Ich bin ja auch eine Kaffeenase, muss ich zugeben. Was genau ist das und das wie funktioniert das? Das sind ganz, viele Kunden bei uns. Und wir haben ein brandneues Produkt für alle Kaffeeliebhaber unter Ihnen. Unsere neue Design-Kaffeemaschine, die ist ein richtiges Highlight. Schauen Sie sich die mal an. Wunderschön. Gebürsteter Edelstahl im vorderen Teil. Traumhaft gearbeitet. Und die sieht ganz, ganz witzig aus. Ich nehme hier einmal den Behälter ganz kurz raus. Da kann man richtig durchschauen. Schau dir mal das an. Also dieses Design alleine ist ja optisch ein Traum, oder? Die sieht wahnsinnig toll aus hier. Sowas hat man noch nicht erlebt. Und das Besondere ist auch hier jetzt, dass das eine richtig tolle Kaffeemaschine ist. Und zwar hat die im oberen Teil, ich nehme das hier mal raus, die hat hier direkt ein Mahlwerk integriert. Also das ist jetzt keine Kaffeemaschine. Also ich kann auch Bohnen einfüllen. Genau, also das ist keine normale Kaffeemaschine, sondern eine Kaffeemaschine, die dann direkt auch für Bohnen geeignet ist. Sie können selber entscheiden, benutzen Sie Ihren Lieblingspulverkaffee weiterhin, arbeiten Sie mit einem Pulverkaffee. Da ist auch ein Permanentfilter integriert. Also man muss auch keine Filtertüten mehr kaufen. Das ist auch sehr clever. Aber man hat hier auch ein ganz hochwertiges Mahlwerk mit drin. Und Sie können Ihre Lieblingsbohne dann ganz nach Belieben hier frisch mahlen lassen und haben dann einen ganz toll aufgebrühten Kaffee und zwar mit der frisch gemahlenen Bohne. Und das ist natürlich noch etwas, das wirklich für viele Kaffeeliebhaber etwas ganz, ganz Außergewöhnliches ist, was viele auch wirklich sehr schätzen. Man kauft dann eine schöne Bohne. Hier sehen wir es, einfach einfüllen. Dieser kleine Messlöffel ist auch im Lieferumfang für Sie direkt mit dabei. Man kann hier entscheiden, nimmt man es für 2 Tassen, direkt für 4 Tassen, bis zu 600 Milliliter das Ganze dann auch. Sie ist sehr, sehr einfach zu bedienen, weil wir haben vorne einfach dieses kleine Drehrädchen und dann entscheidet man sich für die gewünschte Tassenanzahl und dann werden die Bohnen gemahlen und der Kaffee wird direkt frisch aufgebrüht. Ich zeige Ihnen das selbstverständlich gleich auch nochmal hier im Studio. Und das ist so toll, wenn du merkst, wie die Bohne dann für dich frisch gemahlen wird. Ja, wie das dann schon riecht. Das riecht natürlich wie in so einer Kaffeerösterei dann bei dir zu Hause mit den frisch aufgemahlenen Bohnen und dann der aufgebrühte Kaffee. Och, und das ist so ein Genuss. Und dann auch noch hier dieses Design von der Kaffeemaschine. Wow, also da war ich total begeistert. Wir haben hier Kaffee gekocht, wir haben hier gemahlen und wir waren wirklich hin und weg von dieser Kaffeemaschine. Also Sie nehmen einfach im oberen Teil einmal diesen Deckel heraus, ja, dann haben Sie hier oben diesen Aufsatz runter. Kann man dann auch in das Mahlwerk sehr schön reinschauen. Dann nehmen Sie die Bohne Ihrer Wahl. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Bohnen mit ganz unterschiedlichen Aromen. Je nachdem, wie viele
Tassen Sie kochen möchten, nehmen Sie dann eine gewisse Anzahl an Bohnen. Wir kochen jetzt hier mal so für zwei Tassen. Ja, wir mögen es ein bisschen stärker, wir nehmen noch mal ein paar mehr. Ne? Ich weiß ja, wir sind so Kaffeeliebhaber, ein bisschen stärker dann auch. Dann wird einfach der Deckel im oberen Teil hier wieder draufgesetzt. Der haftet dann noch einmal ein, das hört man an so einem kleinen Piepen. Mhm. Dann haben Sie hier oben diesen Auslass für das Wasser. Da wird dann einfach das Wasser hier oben eingefüllt im oberen Teil. So einmal, zack. Ja? Dann ist das schon fertig. So, und dann kann es auch schon losgehen. Und das ist wirklich super schön gemacht, weil es gibt ja viele Kaffeemaschinen, da weiß man gar nicht, wie soll ich die überhaupt anschalten, wie soll ich die bedienen, mhm. viele Knöpfe, genau. sehr kompliziert. Hier ist das sehr schön gemacht. Sie sehen hier, da, wenn Sie Pulverkaffee eingefüllt haben, dann gehen Sie hier auf Pulverkaffee. Wenn Sie Bohne eingefüllt haben, für ein bis zwei Tassen, zwei bis vier Tassen, beziehungsweise volle Kännchengröße, nehmen Sie einfach hier das nächste. Wir gehen dann hier einfach auf die 1 und lassen hier das durchrühren, durchmalen. Dann gehen wir auf Start, zack, und dann legt es los. Dann geht auch direkt im unteren Teil einmal die Beleuchtung an, ja. Dann sieht man direkt, es wird beleuchtet und der Mahlprozess beginnt, ja. Dann werden die Bohnen einmal schön durchgemahlen. Das hört man dann auch, ne, dann ist das Mahlwerk schön arbeitet. Aha. Und sobald dieser Mahlprozess beendet ist, dann beginnt die Maschine direkt von alleine hier mit dem Brühprozess. Ja, dann piept es einmal und dann wird frisch der Kaffee aufgebrüht. Ja, und dann läuft dann schon der Kaffee durch und man riecht es jetzt hier schon im Studio. Ja, 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 das ist so toll, wenn der Kaffee dann anfängt. Natürlich ist das Beste, oder? Diese gemahlenen Bohnen alleine, die riechen ja schon. So, lassen Sie ab und zu Bohnen auch für sich selber mahlen. Da kennen Sie diesen Geruch, ne, von der frisch gemahlenen Bohne. Das ist allein schon so ein toller Geruch. Und also dann, hier, wenn es anfängt, dann mit dem Aufbrühen des Kaffees, oh, es fängt schon an zu tröpfeln, das duftet, das riecht. Oh, und für mich ist der Kaffee, frisch aufgebrühter Kaffee, so ein Stück Heimat. So toll. Holen Sie sich diese Kaffeemaschine jetzt, 66,41 Euro, brandneu, ein Designerstück. Ja, wunderschön und vor allen Dingen natürlich macht hervorragend Kaffee. Wir haben das natürlich vorher auch schon mal ausprobiert. Wieder lasse ich mir nicht nehmen als Kaffeenase. Super Qualität, 1A, schön kompakt, passt also auch gut in die Küche oder ins Büro und sieht einfach granatenmäßig aus, wie ich finde. Unsere NX9416 und die 569 jetzt zu einem Kracherpreis. Damit wechseln wir zu unseren beiden Fritteusen hier in der Mitte, aber das sind Heißluftfritteusen. Das heißt, da kann man jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe vor der Sendung, liebe Kathi, zum Beispiel Pommes frites und viel, viel mehr drin machen, ganz ohne Fett. Habe ich das richtig kapiert? Genau, ganz ohne Fett. Toll. Das heißt für Sie, wenn Sie ein bisschen sparen wollen bei den Kalorien, trotzdem auf nichts verzichten möchten. Das ist ja für viele ganz, ganz wichtig. Man möchte sich jetzt ein bisschen gesünder ernähren. Man möchte aber zum Beispiel hier Kroketten, ja, wenn man am Wochenende einen schönen Braten isst, mit der Familie dann auch zusammen isst, gerade die Hausfrauen jetzt, die uns auch zuschauen, auch die Hausmänner selbstverständlich, viele Männer kochen ja auch, die wissen das auch. Man möchte trotzdem eine schöne Beilage haben, die Kroketten, dann vielleicht auch mal die Pommes oder sowas. Da muss man einfach nur den Fertigungsprozess ein bisschen verändern. Dann gehören die Kroketten oder die Pommes nicht in die herkömmliche Fritteuse, sondern hier in so eine Heißluftfritteuse. Das ist dann clever, weil in einer normalen Fritteuse saugt sich hier zum Beispiel ein Pommes oder eine Krokette mit ein Drittel an Fett voll. Ein Drittel des Eigengewichtes wird an Fett aufgenommen. Bei so einer Heißluftfritteuse kann das nicht passieren. Wir haben das Modell einmal in Schwarz für Sie. Das ist jetzt eingeblendet. Wir zeigen es Ihnen gleich auch noch mal in Weiß. Ist aber baugleich. Also Sie können dann entscheiden, welches Modell passt besser in Ihre Küche. Mhm. Deshalb, das ist dann einfach nur so eine Geschmackssache, was passt besser rein. Genau, vom Design. Wie das funktioniert, kann ich mal zeigen. Das ist nämlich wirklich sehr schön gemacht. Ich hole das hier einmal raus und kann das hier vielleicht mal an der Seite zeigen. Das ist hier ein Einsatz. Das ist klassisch wie bei einer normalen Fritteuse zum Beispiel auch. Man hat so einen Frittierkorb, ein Frittiersieb. Ja? Da kommen dann die Pommes rein. Und ich gebe dir ruhig mal einen hier raus. Die sind jetzt auch schon fertig. Gerne. Kannst kann du mal testen. Ja. Genau. Ja. Da ist jetzt aber keinerlei Fett drin. In so einer Heißluftfritteuse. Ja, die sind auch total lecker. Kartoffelig.
sind doch total lecker. Weil hier wird alleine mit heißer Luft gearbeitet. Das ist das Tolle. Das funktioniert, das Prinzip ist quasi wie bei einem Umluftofen. Hier wird alleine mit heißer Luft gearbeitet. Hier, wir sehen das sehr schön, das Gargut, also hier zum Beispiel meine Pommes, werden alleine durch heiße Luft jetzt frittiert. Der Vorteil ist, dass natürlich hier keinerlei an Fett reinkommt. Das ist das Schöne. Die Pommes selber sind super knusprig, goldbraun gearbeitet jetzt hier, behalten wunderbar den Geschmack. Auch die Nährstoffe bleiben sehr schön enthalten, aber ich habe halt keinerlei Fett. Und wir haben auch einen ganz tollen Vorteil. Wir können nämlich jetzt diese Heißluftfritteusen nicht nur für klassische Frittierprodukte verwenden, wie zum Beispiel Pommes, Kroketten oder vielleicht jetzt auch mal irgendwie Fischstäbchen oder sowas, was man sonst in der Fritteuse macht oder irgendwelche kleinen Schnitzel, sondern wir können damit noch viel, viel mehr machen. Und das können wir uns hier im vorderen Teil gerne mal anschauen. Ja, wenn wir da mal aufs Display einmal schauen, da sehen wir das nämlich sehr gut. Da sind schon voreingestellte Programme für Sie mit dabei. Wir haben hier einmal ein Aufwärmprogramm. Das hat man ja sonst bei einer Fritteuse nicht. Das heißt, ich kann jetzt hier auch normal Essen einfüllen, wenn ich zum Beispiel Reisgerichte habe, wenn ich jetzt auch mal irgendwas anderes habe. Ich kann hier alles drin aufwärmen. Ich könnte zum Beispiel sogar Brötchen drin aufwärmen. Ich könnte andere Kleinigkeiten, die ich mal eben habe, ja, auch normale Gerichte. Ich kann hier alles drin aufwärmen. Wie quasi eine Mikrowelle kann ich das benutzen zum Aufwärmen. Ich kann hier natürlich meine Pommes. Das ist Crossword wahrscheinlich, ne? Genau, dass ich meine Pommes, meine Kroketten kann ich hier auf der zweiten, im zweiten Programm machen. Ich kann alles an Hühnchen hier drin zubereiten. Das heißt, kleine Chicken Nuggets, dann diese kleinen Hühnchenflügelchen zum Beispiel. Alles auch, was ich in der Tiefkühlabteilung kaufen kann, kann ich hier drin direkt zubereiten. Auch diese kleinen Steaks kann ich hier drin zubereiten. Alles, was ich in der Tiefkühlabteilung kaufen kann, perfekt hier drin zubereiten. Aber fettfrei, das ist ganz wichtig, alles fettfrei. Dann natürlich auch zum Beispiel so kleine Shrimps und sowas. Gerade diese Sachen, die ich in der Tiefkühlabteilung kaufen kann. Vor allem, da gibt es ja ganz viel, gerade diese Fischprodukte, Shrimps zum Beispiel. Ja, kennen Sie auch diese eingefrorenen Shrimps? Das kann ich hier alles fettfrei drin zubereiten. Das ist der Vorteil. Fleisch natürlich. Ich kann hier drin sogar backen. Ganz wichtig. Kuchen backen. Was? Kuchen? Natürlich. Ja. Sensationell. Es gibt zum Beispiel in der Tiefkühlabteilung, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, da gibt es so kleine Zimtschnecken. Es gibt auch zum Beispiel so kleine Muffins. Es gibt zum Beispiel auch so kleine Windbeutel in der Tiefkühlabteilung. Haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Die kann ich hier drin zubereiten. Und zwar mit ganz kurz, wenig Zeit und vor allem mit wenig Energieverbrauch. Weil diese Heißluftfritteusen sehr viel weniger Energie verbrauchen als mein herkömmlicher Backofen zum Beispiel. Und das ist ein Riesenvorteil. Ich habe hier keine Vorheizzeit. Ich habe einen ganz geringen Energieverbrauch. Logisch, ich kann das Gehäuse, obwohl die jetzt im Gang sind, immer anfassen. Kultouch-Gehäuse ist super toll. Ich kann hier Fisch drin zubereiten, ja. Alles kann ich da drin machen, kann Temperatur und auch Zeit immer separat auch noch einstellen. Das ist wirklich eine Revolution. Ich liebe diese Produkte. Ja? Hier das schwarze Modell für Sie, jetzt eingeblendet mit der Bestellnummer, 85,41 Euro. Ein Hammerpreis, wie ich finde, dafür, dass man eben halt, auch wenn man so ein bisschen auf die Nährstoffe und die Nahrungsmittel achtet, sich zwischendurch mal was gönnen darf, ohne Reue das Ganze. Vor allen Dingen NX5760 und die 569, das war das schwarze Modell. Und jetzt sehen Sie auch schon eingeblendet die weiße Variante. Die hat die Bestellnummer NC2391 und die 569 kostet ebenfalls 85,41 Euro. Ich nenne Ihnen nochmal die Bestellnummer für das weiße Modell NC2391 und die 569. Ich finde das klasse. Und vor allen Dingen, was mir auch gerade so in den Sinn kommt, ist, man riecht ja gar nichts hier. Das ist ja normalerweise, wenn man irgendwas frittiert, riecht ja die ganze Bude danach. Hier ist es ja irgendwie absolut geruchsfrei offenbar auch. Ja, das ist das Tolle. Diese Heißluftfritteusen haben nahezu keine Geruchsentwicklung. Also sie riechen wirklich nur das, was sie gerade zubereiten. Hier haben wir jetzt auch mal so kleine Kartoffelspältchen gemacht. Oh, die esse ich ja auch super gerne. Kennen Sie die? Oh, die sind super lecker. Mmh. Die sind auch super kross. Kennst du die?
Nee, kenne ich nicht. Probiere ich aber gerne. Die sind auch richtig lecker. Vorsicht, sie sind ein bisschen warm, ja? Können wir auch. Aber wir haben ja genug, ja? Da können wir auch gleich noch was essen. Super kross, super warm. Richtig lecker. Sie können sehr da drin alles machen. Richtig, richtig lecker das Ganze. Keine Geruchsentwicklung. Ganz, ganz wenig Energieverbrauch. Ja? Sie können da drin aufwärmen. Sie können grillen, backen, rösten, frittieren. Ja? Da ist alles möglich und das ohne, dass Sie Fett benutzen. Ja? Das ist eine richtige Sensation. Warm halten können Sie. Wenn der Ehemann mal ein bisschen später kommt, kein Problem, dann halten Sie das auch warm. Das ist wirklich eine richtige Revolution. Ich bin ein riesen Fan von unseren tollen Heißluftfritteusen, die wir hier haben. Vor allem, man hat auch keine Vorheizzeit. Ja, da kannst du auch mal eben selbst Brötchen drin aufbacken, ohne Probleme. Das ist sowas von genial. Ja, definitiv. Und genial ist natürlich auch der Preis. 85,41 Euro dafür, dass man sich zwischendurch mal was gönnen darf und dabei auch noch Energie spart und ein gutes Gewissen hat. NC 2391 und die 569, die Bestellnummer hier für unser weißes Modell. Aber wir fassen auch noch mal zusammen. Wir haben ja viele Produkte hier in dieser Sendung. Begonnen hatten wir hier mit unserem Keramikwasserkocher, der NX6756 und der 569. Und der ist brandneu bei uns im Programm. Das ist ganz, ganz tolle Qualität. Wir haben hier Keramik für Sie und es ist ein Wasserkocher, gleichzeitig aber auch die Servierkanne für Sie und auch die Warmhaltekanne. Also wärmeisolierende Kanne, Servierkanne und Wasserkocher in einem. Dieses tolle Design mit dem eleganten Blumenmuster. Ein 3-in-1 Produkt, 1,7 Liter Füllvolumen, 1500 Watt und das jetzt für 28,41 Euro. Also ein wunderschönes neues Produkt. Ideal für Sie zu Hause. Vielleicht mal den alten Wasserkocher raus oder auch zum Verschenken. So was kann man auch toll verschenken. Also wirklich eine wahnsinnige Qualität, diese tolle Keramik, die wir hier haben. Sieht gut aus, passt perfekt natürlich auch zu Ostern und zum Frühjahr. Unsere NX6756 und die 569, wirklich absoluter Kracherpreis, ganz neu bei uns im Programm. Damit kommen wir zu meiner Kaffeefraktion. Ich habe mir in der Zwischenzeit hier auch mal einen Schluck gegönnt, muss ich zugeben. Schmeckt fantastisch. Oh, unsere NX9416 und die 569. Oh, und super aussehen tut sie auch noch. Und die ist jetzt schon ganz stark nachgefragt. Ja, solche Design-Kaffeemaschinen, vor allem dieses tolle Design, das ist hier alles gebürsteter Edelstahl, wunderschön gemacht, ne? Und Sie sehen das hier, wie toll die ist. So eine Kaffeemaschine normalerweise nicht unter 130 Euro zu bekommen. Da ist oben das Mahlwerk für Sie vorgesehen. Sie können Bohnen einfüllen. Sie können selbstverständlich auch den Pulverkaffee einfüllen, wenn Sie möchten, ganz nach Ihren Wünschen. Und dann haben Sie immer frisch aufgebrühten, frisch gemahlenen Kaffee auch. Och, das duftet, das ist so lecker und vor allem auch einfach zu bedienen. Sie sehen hier gerade nochmal diesen Drehregler, diese tolle Beleuchtung dann auch mit dabei. Einfach nur wunderschön. Für 66,41 Euro jetzt hier. Kracherpreis, Krachermaschine und oh, es duftet wunderbar. Unsere NX9416 und die 569. Also auf die stehe ich. Sieht super aus, oder? Ja, und damit kommen wir zu unseren beiden Fritteusen hier. Nummer 1 ist das schwarze Modell, die NX5760 und die 569. Auch hier ein Spitzenpreis, den wir hier für Sie rausgehauen haben. 85,41 Euro. Muss man zuschlagen. Ja, und da können Sie selber entscheiden. Möchten Sie hier zum Beispiel frittieren, aber fettfrei, absolut fettfrei. Grillen, backen, rösten, alles ist hier möglich. Pommes, Hühnchen, Steak, Schrimps, Fleisch, Kuchen, Fisch, ja. Sie können aufwärmen und das Ganze ohne Vorheizzeit mit einem niedrigen Energieverbrauch. Sie haben das tolle Cool-Touch-Gehäuse. Also das ist wirklich ein Top-Produkt, das wir Ihnen hier anbieten dürfen. Wir haben es jetzt in schwarz für Sie eingeblendet mit der NX5760 und der 569. Weiß mit der NC2391 und der 569. Also zwei wunderschöne Modelle, die wir hier haben. Und da kann man sich ein bisschen bewusster ernähren, ohne Fett. Man muss dann aber auf nichts verzichten. Das ist halt toll. Ich liebe diese Heißluftfritteusen einfach, vor allem, weil sie auch praktisch in der Küche sind. Das ist auch immer wichtig, dass man praktische Produkte in der Küche hat. Man spart sehr viel Zeit. Man spart auch sehr viel Stromkosten, weil man nicht immer den großen Backofen anschmeißen muss. Man kann diese Tiefkühlprodukte einkaufen, kann die sehr schnell, sehr fettsparend, fettarm zubereiten. Also greifen Sie zu, wir haben viele tolle Sachen hier gehabt. Ja, in der Tat, das war's, was wir Ihnen versprochen haben. Hoffentlich was für Sie Gutes dabei. Wir wünschen auf jeden Fall schon mal guten Appetit und Tee und Kaffee. Toll.